Herzlich willkommen zurück zur 18. Episode von Darkest Dungeon. Jo, wir waren gerade beim Schweineprinzen und der hat uns mal ordentlich aufs Loch gegeben. Ich habe jetzt nochmal meine Party durchgeprüft und zum Beispiel er hier hat mit die höchste Stun-Resistenz mit 70. Also er ist auf jeden Fall ein guter Kandidat, um mitzukommen. Bigot ist auch nicht verkehrt, einfach weil sie recht hohe Stats hat und mehr Stun-Resistenz hat als meine anderen Heiler. Er hat zum Beispiel nur 30 hier, unser Okkultist. Und ja, Dismas ist auch definitiv einer der besseren Kandidaten für den Fight. Zum einen hat er hier echt einen guten Damage-Skill mit dem Dreier-Bluten für so Bosse. Und hat dann eben noch den Pistol-Shot. Vielleicht müsste ich mit ihm auch mal Point... Nee, das brauche ich nicht. Naja, aber wenn er den auf dem Gegner raufstackt oder immer drauf hält, ist das auch ein ziemlicher Gewinn für das Ganze. Und mit dem Crit-Pistol-Shot hier kann er vielleicht eben auch mal genug Schaden machen. Auch hat er ein bisschen Dodge, um eben gegen sowas anzukommen, hat eben auch 65 Stun-Resistenz. Das wären dann schon mal drei. Wen nehmen wir dann noch als viertes mit? Ich glaube eher nicht. Also er konnte eben noch mehr Blutungen auf ihm stacken. Allerdings hat er zwar 20 Dodge, aber halt überhaupt keine Stun-Resistenz. Wen ich vielleicht noch mitnehmen könnte, wäre Fairfax. Sie hat nämlich auch ein bisschen Dodge, hat relativ viel AP, einen Haufen Scheißfähigkeiten, hat Beast Slayer, was auch sehr nützlich ist für das Vieh, kann sich hier eben gegen Deathblows verteidigen, ist auch noch für die Warrens gut geeignet, also sie ist eigentlich ideal, um da mitzukommen. Außerdem hat sie auch eine Blutenfähigkeit, die nicht verkehrt ist. Das heißt, das nächste Mal werde ich also mit Fitzalan auf Position 1, Fairfax auf 2, Dismas auf 3 und Bigot auf 4 losgehen. Außerdem habe ich nochmal drüber nachgedacht, dieses kleine Schweinchen, Wilbur oder wie es hieß, was der Boss noch dabei hatte, das war irgendwie suspekt. Also der hat natürlich was Ätzendes gemacht, der hat den Gegner gemarkt, aber das Vieh hatte nur 17 HP und war echt sehr leicht auszuschalten. Vielleicht ist es besser, das nicht auszuschalten. Vielleicht, ich habe jetzt zwar keinen Hinweis dafür gesehen, aber vielleicht versetzt das den Boss irgendwie in Rage, wenn sein kleines Pet-Schweinchen da zerstört wird. Na gut, das soll jetzt aber nicht für diesen Run unsere Sorge sein. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen was anderes machen. Wir müssen nämlich mal ein bisschen wieder in Geld kommen und darauf warten, dass die Leute aus dem Sanitarium und aus dem Stressabbau wieder rauskommen. Und so lange werden wir jetzt hier einfach mal mit einer anderen Party, die wir jetzt hochleveln können, zum Beispiel auch mit dem Bounty Hunter, vielleicht auch noch dem Okkultisten, einen kleinen Level 1 Dungeon machen. Ich muss jetzt nochmal ganz kurz checken, wer hier, wie die Bleed Resists hier sind, da der Okkultist eben am besten mit Leuten zusammen funktioniert, die hohe Bleed Resists haben. Er hat zum Beispiel überhaupt keine, das ist ganz schlecht. Vielleicht muss ich doch sie als Heiler mitnehmen hier. Ja, ist besser. Machen wir mal die Party hier und nehmen wir ihn auf Position 2 mit, wahrscheinlich. Er ist auf Position 3 voll ausgeleuchtet und er auf 1 und 2. Okay, nehmen wir die Party, legen los. Wir müssen jetzt hier mit minimalem Budget loslegen. Vielleicht machen wir auch mal einen Dark Run, also einen ohne Fackeln, in dem wir eben versuchen unseren Loot zu maximieren. Wir müssen aber auf jeden Fall genug Nahrung mitnehmen. Und ach ja, eine Sache, die ich auch noch falsch gemacht habe in den letzten Runs, war noch, dass ich ein paar zu viele von den Schaufeln mitgebracht habe für den Typ von Dungeon. Im Weald, diesem Wald, in dem diese ganzen Fungi-Ungeheuer waren und eben die Hexe als Boss, da wird auch als Tipp im Ladescreen angezeigt, dass man viele Shovels mitbringen soll, weil da eben irgendwelche Gestrüpp-Sachen den Weg versperren. Jetzt in dem Warrens habe ich... Ich habe noch nicht einen einzigen davon gesehen. In den Ruins scheint es einigermaßen ausgewogen zu sein. Da gibt es schon ein paar, da sollte man immer eine dabei haben, manchmal auch zwei. Aber hier macht es eigentlich wenig Sinn. Jetzt haben wir noch 190. Was kaufen wir jetzt noch davon? Ein bisschen mehr Loot. Einen Schlüssel können wir schon nicht mal mehr leisten. Vielleicht ein bisschen Holy Water. Vielleicht. Ja, ich verzichte jetzt wirklich mal komplett auf Fackeln. Ich will das mal ausprobieren. Es ist auch nur ein Short Dungeon, also brauchen wir auch nicht mehr als 8 Nahrung. Nehmen wir nochmal ein Weihwasser mit und gehen los. Oh, verdammt, das war kein Short, das war ein Medium. Es war aber noch einer von den Grünen, also einer für Apprentices. Oh, das ist nicht gut. Oh, und dann auch noch so ein Layout. Scheiße. Ich glaube, untenrum sitzt... Was habe ich denn? 100% Room Battles. Scheiße. Gehen wir mal zuerst oben rum.
und ich finde mir ein bisschen Nahrung, das wäre echt wichtig. Die Truppe ist sowieso nicht so richtig optimal. Ja, und so viel dazu, dass man hier Schaufeln braucht. Such blockages are unsurprising. These tunnels predate even the earliest settlers. Wenn jetzt hier oben keine Room Battles drin sind, dann. Ja, immerhin. Ich muss da in die Richtung gehen. Oh, und sie ist schon. Das sieht nicht so gut aus. Sie ist schon so hart gestresst. Er kann sich selbst ein bisschen heilen. Ist jetzt gerade nicht so interessant, aber. Ja, wobei. Es sind nur 5 Punkte und wenn man sich damit effektiv mal irgendwie heilen möchte, dann muss man damit früh anfangen, aber ich muss auch Schaden machen. Wie viel Accuracy hat er denn gerade? 0. Ja, den Self-Buff hat er ja auch noch hier. Fangen wir mal damit an. Vielleicht kann er auch ein paar Attacken fangen, das erhöht ja auch seine Verteidigung. Aber ich glaube, die können alle auch weiter nach hinten rein und das Vieh ist auch ein Problem. Der kleine Kotzer hier hinten. So, unser Bounty Hunter, was hat er für schöne Skills? Er kann Monster marken. Wenn er die gemarkt hat, kann er mit dieser Attacke mehr Schaden machen. Das kann er auf jeden machen aus der ganzen Gruppe und allgemein erhöht es, glaube ich, den Schaden von den Gegnern. Außerdem ist es ein garantierter Treffer. Dann haben wir hier noch einen Finisher. Sofern das Monster gestunt ist, kriegt es nochmal extra Schaden. Also auch nochmal eine Synergie mit gewissen Skills, aber ich glaube, er kann nicht selber stunnen. Das hier, was ist das? Ich glaube, es ist einfach eine Attacke, die vor allen Dingen auf die hinteren Ziele funktioniert. Schadensmod ist relativ verringert und Critmod ist jetzt auch nicht wirklich nennenswert. Also ich denke, er funktioniert hier vor allen Dingen am Anfang mit dieser Kombination. Wenn man ihn anders skillt, kann man ihn vielleicht auch noch anders ausrüsten. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es gerade so viel Sinn macht, jetzt hier große Monster zu taggen. Durch den Kampf möchte ich ja nicht möglichst schnell durch, die haben alle wenig HP. Und wenn ich jetzt irgendwas angreife, müsste es ja, fast ein Kill sein. Blutet ihr Schweine. Ah, jetzt dodge doch mal was, du blöder Kasper, ey. Scheint doch recht schnell zu sein, oder? 4 Speed hat er. Das fängt hier nicht gut an, echt nicht. Jetzt hat er eine negative Eigenschaft durch den Mist bekommen und den ignorieren sie einfach die ganze Zeit. Wie erfolgreich dieser Run wird. Das Stresslevel ist jetzt schon beim ersten Kampf viel zu hoch. Ich habe auch jemanden, der viel zu verletzt ist. Naja, und dann habe ich hochgerollt bei der Heilung. Und schaut mal zuerst den aus. Oh nein, nicht auf sie. Ach, ich dachte gerade, das wäre der Stress, das Stressgetrommel, das war aber der andere Skill. Ist okay, so, jetzt bin ich auch wieder vom Health Level zumindest einigermaßen. Vielleicht flippen hier ein paar Leute aus, da ich eben auch ohne Fackeln reingegangen bin, aber es soll mal okay sein. Ich glaube, die Party ist schon in der Lage, guten Schaden zu machen, wenn ich sie mal richtig einsetze. Nahrung, perfekt. Das ist gut. Will ich das haben? Nee. Kann ich gerade nicht gebrauchen. Aber ein Scouting ist schön. Verrät mir leider nicht besonders viel. Aber da ich jetzt die Nahrung habe, gehe ich einfach mal weiter. Wer geht an die Falle ran? Ich nehme mal zuerst ihn. Gut gemacht. Ich hoffe, hier oben ist jetzt noch eins von den Room Battles, ansonsten verschwende ich ganz schön viel Zeit und Nahrung, um da hochzukommen.
Oh, nicht schlecht. 12 Heilungen insgesamt. Ja, aber die Viecher haben auch einen Stress-Increase. Oh Mann. Das ist auch interessant. Die Fähigkeiten, die sich selbst nach vorn bewegen, machen die Party eben auch ein bisschen effizienter darin, halt gegen Gegner vorzugehen, die einen irgendwie verschieben, weil man dann nicht mit dem Move. Das ist auch interessant, er kann zwei Positionen. Das können auch nicht alle, glaube ich, sich zwei Positionen tauschen. Was ich gerade sagen wollte, also wenn die Gegner eben viel hin und her schubsen und dadurch die eigene Komposition durcheinander gebracht wird, ist es halt auch ein Vorteil, Helden zu haben, die sich bewegen können. Diese kleinen. Oh, komm. Ich werde sehr bald campen müssen. Also diese Mistviecher ausschalten. Ja, ich glaube, das ist gerade wieder effektiver. Wir haben ja wenig HP, aber sie sind echt gefährlich, wenn man sie mal ein bisschen lässt. Im Stun und im Stress Increase. Schon hart. Okay, jetzt sind wir alle in der richtigen Position. Gehen wir erstmal nochmal weiter. Ich würde eigentlich Geld machen aus diesem ganzen Event hier. Ach, jetzt geht sie wieder dran. Was? Bloodthirsty? Was ist das? Fascinated with Injury. Ach scheiße, ich glaube, dann verweigert sie irgendwann das Heilen oder so ein Quatsch. Okay, wir mussten hier oben längs. Das ist schon mal ein kleiner Trost. Das wiederum nicht so sehr. Wow. Er kann sich überhaupt nicht nach hinten bewegen. Er kann nur einen nach vorne gehen. Die Helden haben da auch alle unterschiedliche Regeln. Ist mir auch noch nicht aufgefallen. Das könnte auch hässlich werden, wenn wir mir jetzt sehr viele Blight-Attacken reingeben und mich eben auch noch. Ah, scheiße. Mich eben auch noch einnetzen können. Hauptsache, du erfüllst jetzt deinen Job, Baby. Das kommt mir nicht mit irgendeinem morbiden Scheiß von wegen, haha, Blut ist so toll. Ja, das war schon mal gut. So, das Vieh ist so gut wie platt. Ach, verdammt, der eine Punkt Schaden. Ich liebe den anderen angreifen sollen, den Schaden zu minimieren, den wir machen. Ah! Fucking seriously? 17er Crits, echt, das ist so hart in dem Spiel, die Crits. Das ist nicht schön. Ich will meine andere Party zurück, ich kann mit dieser Komposition nicht so gut umgehen. Zumindest machen sie jetzt mal ihren Job. Oh je. Oh je, Mine. Oh, zum Glück kamen sie nochmal vorher dran, bevor er nochmal von dem Dot geprüft werden würde. Ich denke, ich werde jetzt schon campen müssen. Oh Mann, ist schon wieder am Limit. Ja, er hat es aber geschafft. Dafür wird jetzt sein Resolve getestet. Na toll. Sich wieder die Panik verbreitet. Das ist so brutal, das Spiel. Och Mann! Jetzt gibt mir schon die Heilung. Oder lass mich in Ruhe mit dem Scheiß hier. Das kann ich ja völlig vergessen. Der Dot ist auch noch so hart. Das ist auch noch verschwendet. Ah.
Wow. Really? Ja, ja, komm. Jetzt flippen alle aus. Ich glaube, die Party ist gedoomed. Interessant. Irgendwie sind die Nahrungskosten geringer. Das muss daran liegen, dass irgendwer hier... Wir nehmen mal hier die 5. So, Leute. Jetzt entspannt euch mal ein bisschen. Bevor ich das jetzt einsetze, kann ich das jetzt wieder abwählen. Ah ja, einfach nochmal klicken. Habe ich irgendjemanden, der Blight entfernen kann? Nope, habe ich nicht. Trotzdem muss die Heilung hier mal auf ihn rauf. Das kommt auf ihn rauf. So, wie viele Pünktchen haben wir noch? 6. Das sieht doch ganz gut aus. Dann buff ich seine Accuracy weiter. Und zu guter Letzt haben wir nochmal einen Accuracy und Dodge. Den kriegt er. Puh. Mann, Mann, Mann. Ah, hier gibt es auch noch was für einen Punkt. Ist okay, er macht das mal. Hä? Hat das jetzt verweigert wegen irgendeiner scheiß Fähigkeit? Wahrscheinlich. Was? Wo kam denn jetzt dieser Stress Increase wieder her? Oh Mann, 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 die Gruppe hier. Jeder ausgeflippt nach 4 Räumen. Großartig. Wow, wow, wow. Lohnt es sich weiterzugehen? Ich meine, noch mehr ausflippen können sie nicht. Sie sind jetzt bei 100 von 100 Stress. Mehr geht ja nicht. Natürlich können sie noch, ja, sterben könnten sie noch. Jetzt nerven sie mich die ganze Zeit mit ihren Sprüchen. Naja, ich geh noch mal ein bisschen weiter. Ja, vielleicht. Ich hatte 2 Room Battles. Ich weiß nicht, ob noch so viel mehr kommen werden, aber ich will jetzt zumindest mit ein bisschen Loot nach Hause kommen. Klappe jetzt, blöder Jester. Oh ja, die sind sicher alle einer Meinung. Warum habe ich eigentlich noch so viel Fackellicht? Habe ich irgendwie einen Scheit vom Lagerfeuer aufgenommen? Funktioniert das so? Ich habe ja bisher keine einzige Fackel entzündet. Ich bin immer noch bei jetzt 3 Vierteln, obwohl ich jetzt schon 1, 2, 3, 4 so viele Räume hin und her gelaufen bin. Das ist schon sehr risikoreich, jetzt weiterzumachen. Aber mit dem Loot heimzugehen? Nee. Oh, hier kann ich noch was essen. Das kannst du mal übernehmen, du hast volle HP. Oh, so schade. Jetzt hab ich auch keine Nahrung mehr. Ich werde abhauen müssen. Scheiße! Ah, das kostet so viel. Oh, steigt mir gerade ein Nieser in die Nase, aber er ist vorbei, glaube ich. Vielleicht kommt er gleich wieder. Oh Mann. Das wird wieder so viel Asche kosten, die von dem Stress zu befreien. Das Ziel dieses Runs war, Geld zu verdienen, nicht mehr Kosten zu verursachen. Das ist schlecht. Ich will noch ein bisschen Loot haben. Ich bin jetzt schon wieder greedy. Das werde ich schon wieder bereuen gleich. Ich sehe es schon kommen. Komm schon, komm schon, komm schon. 2 Säcke. Yay, gib mir Loot.
Jetzt, oh, jetzt wird der Kleptomane. Ja, immerhin. Noch vier von den blöden Siegeln. Soll ich in den nächsten Raum gehen? Mit viel Glück ist es das letzte Room Battle. Ja, ich probiere es. Ich habe jetzt hier noch die Buffs von meinem Gecamper. Ja, das wird nicht einfach. So, jetzt müssen wir uns mal ein bisschen cleverer anstellen. Zwei Bluteneffekte oder lieber gezielt den harten Bluteneffekt auf dem Kotzer, oder? Ja, das. Das bringt's dann immer. Marken wir den mal und versuchen ihn möglichst schnell dann tot zu kriegen mit ihm. Extra Schaden gegen den kriegt. Und hoffen wir mal, dass unser Squad sich nicht blöde anstellt. Das passt irgendwie zu ihm. Nervöses Lachen. Ja, es war klar, dass er jetzt sofort eine Krankheit kriegt. Ah! Wieso ist der nach hinten gerückt? Haben die das. Was? Was war das denn? Na ja, dann machen wir mal zuerst den Platt mit dem Mark. Oh Mann, es ist so hart, wenn die irgendwelche. Wie heißt das? Debiliations haben. Ständig nichts machen können. So, der ist des Todes. Aber er wird noch einmal drankommen. Und natürlich jetzt. Und natürlich trifft er. Die Party hat es echt nicht drauf. Ist wahrscheinlich auch nicht so clever zusammengestellt. Injury and despondence. Set the stage for heroism or cowardice. Das war unnötig, ich Idiot. Ach. Müssen wir ihn erstmal wieder von der Death Door wegkriegen. Und jetzt kann er mal. Was kann er machen? Das Vieh müssen wir killen. Oh, nach dem Kampf muss ich auf jeden Fall fliehen. Das hat keinen Zweck mehr her. Na komm, gib mir noch eine Krankheit mit. Dankeschön. Oh, Mann, das regt mich gerade so auf, ey. Dieses Dreckspiel. Dieses verdammte Dreckspiel. Jetzt schon wieder? Ja, Mann, Leute, ich weiß, ach, die passen alle, weil sie irgendwie am Ausflippen sind. Super, super duper. Er könnte sich selbst heilen, er könnte auch einfach das Schwein töten. Es sind immer noch zwei Gegner, das ist echt noch gefährlich. Oh, und die Bleed-Debuffs stecken so hoch. Uhuhu, ich brauche hier dringend jetzt mit ihr mal wieder einen Turn, um die ganze Gruppe zu heilen. Apropos Bleed-Debuffs. Können wir zum Glück auch ein bisschen. Oh, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Tantchen. Oh, nee, ey. Oh, puh. Ha, 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 ah, was tun, was tun, was tun, was tun. Einfach zuschlagen. Ja, einfach zuschlagen. Das reicht immer noch nicht vom Schaden. Ja, wenn du jetzt mal. Blöde Hexe, ey. Jetzt muss er sich selbst heilen, damit er nicht gleich abnippelt vom nächsten Treffer oder vom nächsten Dot. Bei ihm ist dasselbe Problem, da kann ich aber gerade nichts gegen machen. Es sei denn, sie erbarmt sich jetzt mal wieder. Oh nein. Puh. Und er hat keinen Dot mehr drauf.
Komm schon jetzt. Ich brauch jetzt. Fräulein! Oh. Die Rettung ist da. Vielleicht. Er ist tot. Gut. Dann haben wir nur noch einen Gegner. Jetzt sollte ich mich mit ihm gleich nochmal halten. Ja, ich muss Schaden. Genau, das habe ich gebraucht. Oh. Holy shit. Jetzt muss ich nochmal eine Heilung auf ihn raufkriegen, bevor ich den Kampf beende. Ich weiß nicht, ob ich dafür die Möglichkeit kriege. Das Vieh stirbt, wenn es drankommt. Und wenn es nicht vorher noch meine Tante oder er selber drankommt. Ah, ich muss mich ja nicht mehr bewegen, vielleicht kann ich einfach weglaufen. Ey! Wow! Wow! Guter Loot. Jetzt entschädigt mich ja fast für diese Katastrophe von Mission. Ja, ja, ist jetzt auch egal. Aber da war leider nichts drin. Ja gut, wir müssen abhauen. Es hat keinen Zweck hier. Wir sterben sonst gleich alle. Ah, oh, Mann. Quest Reward gibt's nicht. Das übersteigt zwar die Investition und natürlich. Jetzt war ich gerade im Kopf ziemlich weit vom Mikro weg. Das übersteigt zwar natürlich die Investition, die ich betrieben habe, aber wenn ich das aufrechne mit den Kosten, die ich jetzt ausgeben muss, um die vom Stress und von den Krankheiten zu befreien, die sie alle erlitten haben, dann kann ich das mal voll knicken. Da habe ich sicherlich 5000 Kosten oder mehr. Und das wird auch nicht durch die paar Insignien hier ausgeglichen. Und mal gucken, ob wir noch mehr Glück haben. Aha, immerhin. Aha. Ja, das ist ja immer insgesamt noch ein ziemlich positives Ergebnis. In truth, I cannot tell how much time has passed since I sent that letter. Er hat scheinbar nicht so viel Spaß in der Taverne gebracht. Verträgt kein Alkohol und baut dadurch wenig Stress ab. Die zwei Fähigkeiten bin ich losgeworden. Aber wen können wir jetzt hier überhaupt groß noch auf ein Abenteuer mitnehmen? Naja, ich krieg schon eine Party zusammen, aber... Das ist ganz schön hässlich gelaufen. Und die müssen wir jetzt alle... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Minus 15% HP, minus 5 Dodge, minus 5 Accuracy, minus 1 Speed. Wow. Und er ist ziemlich anfällig für Stress dafür, dass er so ein lustiger Knabe ist. Das ist auch nicht schön. Ja, sie muss jetzt mal... Scheiße, ich habe einfach kein Geld. Why the leather straps? So gut. Wenn ich ihn noch irgendwann mal einsetzen will, dann muss ich die beide entfernen und ihn beide echt tierisch gimpen. Ja, erfreuen wir uns ein bisschen an diesem wunderschönen Item. Das kann man nämlich einfach jemandem geben, der eh keinen Dodge hat. Zum Beispiel den Crusadern. Moment. Ach doch, die haben 5 Dodge. Wer hat denn gar keinen Dodge? Irgendeiner von den Nahkämpfern hat gar keinen. Ach so, die Typen, okay. Dann macht das auf jeden noch am meisten Sinn. Das sollte ich auch mal einsetzen. Jetzt habe ich auch wieder einen Witchdog, der mitkommen kann. Der kriegt jetzt auf jeden Fall mal das Item hier. Blub. Soll ich das noch weiter verstärken? Habe ich da noch was für? Debuff Skills? Nee, das macht nicht so Sinn. Das macht alles keinen Sinn. Lassen wir es mal dabei und ich glaube, ich stack das halt tatsächlich auf ihm, auch wenn er jetzt lange, lange draußen sein wird und keinen unmittelbaren Nutzen davon kriegt. Erstmal eine ganze Weile weg ist, aber wenn ich jetzt die Sachen hier heile, dann kommt er auf fast 40 HP. Das ist schon eine Menge. Und mit der erhöhten Protection ist es auch nicht schlecht. Wenn ich dann irgendwann nochmal die Rüstung upgrade, der noch einen größeren HP-Pool bekommt. Das wäre schon alles ganz schön, aber das liegt etwas weiter in der Zukunft.
Jetzt haben wir immer nur noch 1400 und wir haben immer noch tierisch viele Leute, die dringend Behandlung brauchen. Ja, ich werde ihn jetzt gleich hier mal reinschicken. Danach hat er zwar immer noch einen hohen Stresslevel, aber das hier muss weg. Das hier auch. Fangen wir mal damit an. Und davon können wir uns ja kaum die Nahrung leisten, um loszuziehen. We must eat, heißt die nächste Mission treffenderweise. Medium, medium. Ist doch beides medium, das ist auch schlecht. Da brauche ich nämlich noch mehr Nahrung für. Es war jetzt ein bisschen leichtsinnig, den zweiten da auch gleich reinzuschicken. Welche Party haben wir überhaupt? Reynolds, Bornwill, Papon und Obert, würde ich mal sagen. Ja, die Party ist ganz gut, aber... Moment, ich glaube, er ist auf... Na, kommst du mit? Oh! Ah, toll! Kann ich da nicht mal mehr mit ihm reingehen, weil Level 3 ist. Interesting. Das stellt mich jetzt schon vor ein ziemliches Problem. Ich könnte natürlich ihn noch mitnehmen, aber... Das ist eigentlich Quatsch, zwei Crusader jetzt hier zu verbrauchen. Und den Großen, den müsste ich auch nochmal heilen. Puh, Fairfax könnte mitkommen, ja. Aber die wollte ich eigentlich auch ein bisschen verschonen, damit sie dann irgendwann mal mit zum Schweinepriester kommt. Aber ich glaube, das ist alles noch ein bisschen zu weit entfernt. Wie sieht es denn bei ihr mit dem Bleed Resist aus? Sie könnte sich auch heilen davon, aber die Fähigkeit hat sie nicht, okay. Er hat 65. Das ist ganz okay. Die sollten sich von dem Okkultisten eigentlich hochheilen lassen. Ich glaube, wir gehen eher hier hin. Ich habe nämlich gerade gesehen, er ist ein Warrens-Spezialist. Jetzt schauen wir nochmal schnell die anderen durch. Okay, okay. Warrens? Warrens, ja, stimmt. Nehmen wir lieber die Mission, da haben wir ein bisschen bessere Chancen, irgendwie was zu finden oder voranzukommen. Und alles, was wir uns leisten können, sind... Scheiße. Drei Nahrung, ey. Das ist eine Katastrophe. Mal schauen, wie es läuft. Achso, ich würde natürlich jetzt erstmal noch den Cut machen. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Und vielleicht sehen wir uns das nächste Mal, wenn es in die Warrens geht mit unserer Low-Budget-Truppe. Vielleicht kommen wir aus dieser ganzen Spirale, in der wir uns gerade befinden. So fühlt es sich zumindest an. Auch nochmal wieder raus, aber... Wow, es ist schon echt ein bisschen kritisch. Also wenn man hier eine Reihe von falschen Entscheidungen macht oder ein bisschen Pech hat beim Würfeln, dann kann man halt auch echt mal in so eine Abwärtsspirale geraten, die dann eben darin besteht, dass man sehr viel Stress erleidet, Krankheiten dazu kriegt, irgendwelche Quirks, die dann wieder heilen muss in der Stadt, mehr Geld dafür ausgibt, als man findet. Ich weiß nicht, ob die Antwort darauf diese Runs im Dunkeln sind. Wenn man die effektiv durchzieht, dann dürften die eben nicht darin resultieren, dass die Leute alle verrückt werden. Und man kriegt mehr Loot. Das brauche ich ja eigentlich gerade, um mich wieder aus dieser Spirale irgendwie in der Aufwärtsbewegung zu befreien und da rauszukommen. Na gut, also bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Darkest Dungeon mit eurem Nachbarn. Bis bald.